Hallo und herzlich willkommen zu Yakuza Zero. Wir spielen das neue Sega-Action-Spiel, das am 24. Januar erscheint für die PS4. Und wir haben jetzt schon eine frühe Version, die allerdings der finalen Verkaufsversion entspricht. Und spielen einfach mal ein bisschen rein. Wir dürfen bis zum sechsten Kapitel heute zeigen. Mal schauen, ob wir wirklich so viel aufnehmen können. Und wir haben ja Yakuza 5 schon im Let's Play gespielt. Das hat schon viel Spaß gemacht. Wir haben es leider nicht durchgespielt. Es gab da so ein paar Probleme mit YouTube auch, wo wir ein paar Strikes bekommen haben und haben deswegen das alles auf Twitch gemacht. Ich nehme es jetzt einfach mal auf und gucke, wo ich es hochlade. Ob es jetzt auf Twitch oder YouTube ist. Und viel Spaß mit dem Intro. Ich habe noch gar nichts dazu gesehen. Bin mal sehr gespannt. Alles mit dabei. Von Gewalt über Drama bis hin zu Sex und Alkohol. Ah, es gibt sogar diesmal Two-Player-Versus-Minigames und Online-Versus-Minigames. Ganz cool. Normalerweise sind die Steuerungselemente immer ein bisschen invertiert. Diesmal nicht der Fall. Und dann starten wir immer ein neues Spiel. Normalerweise, wenn man Speicherstände schon von den alten Yakuza-Spielen auf dem System hat, dann gibt es Boni. Aber nachdem das das erste richtige PS4-Yakuza-Spiel ist, zumindest im Westen, gibt es das wohl nicht, denke ich mal. Man hat die zwei Protagonisten schon gesehen, Kazuma Kiryu und Majima, die man schon aus den vorangegangenen Teilen kennt. Allerdings ist das hier ein Prequel, spielt also weit vor den fünf Yakuza-Spielen. Deswegen kann das auch jeder Neueinsteiger, der mit der Serie gar nichts zu tun hat, ohne Probleme spielen normalerweise. Die Sprachausgabe ist japanisch und die Untertitel englisch. Deutsch ist nichts in diesem Spiel. この街で喧嘩運ならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるときは特にな。
こんな時間、サスビラ切ったってタクシー捕まんないんだから。やだ、もういいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝まで、ねね。 なんだてめえ、言ってんぜ。おい、ちょっと待てよ、これ。おい、てめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ。 どうもすみませんでした。 Don't mess with Kiryu, bitches. Also wenn man die Serie schon kennt, dann kennt man ja Kazuma Kiryu, die man hier gerade gesehen hat am Anfang. Man kennt ihn aber eher als Nice Guy, deswegen ist es ein bisschen verwunderlich, dass er hier einfach einen wehrlosen Typen zusammensteckt und sein Geld mitnimmt, ihn ausraubt. Aber ist schon ganz cool, dass man diese dunkle Vergangenheit, von der man immer nur hört in den anderen Spielen, jetzt mal selber spielt. どう、終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか。そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ約束の1割。ご苦労さん。どうも。で、 これは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこの御時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。 取っとき。ありがとうございます。<笑>しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としての毛締めがつかねえな。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、 金の本当の価値が分かってる奴なんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど。そうじゃない？俺には分かりません。それじゃあこれで。なあ、うちに来ねえか？兄ちゃん。 君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない。金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。 3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれません。けど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。<笑>さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。あ、 気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃあ。ち、金貸しが偉そうに。
Mendokse. Coole Neuart der Cutscenes. Da kommt wieder der geile Soundtrack raus. Okay. Chapter 1, Bound by Oath. So, da sind wir mittendrin in Yakuza Zero. Sehr viele Cutscenes, das ist aber am Anfang ganz normal. Keine Angst, da kommt schon noch Gameplay dazu. Aber es geht weiter mit der nächsten Cutscene. Man kann gar nicht über die letzte irgendwie reflektieren, weil schon die nächste am Anschluss kommt. This is when Nishiki said he'd meet me. I guess I beat him here. 724106, huh? That's code for what you're up to. I'm waiting for you, for your slow ass to show up. May as well have a look around and see if I can find him. Find Nishikiyama. Also das ist Kamurocho, der Vergnügungsdistrikt von Tokio, der immer schon das Zuhause der Serie war. Nachdem das hier ein Prequel ist, hat man vielleicht schon gesehen in den Cutscenes. Man sieht es an den Klamotten und an der Musik und allem, merkt man es. Das Spiel in den 80er Jahren, ist also weit vor Yakuza 1. Und gucken wir mal auf die Karte. Die haben wir hier. Das Grundlayout der Stadt ist immer gleich, wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders sein, nachdem es irgendwie 20, 30 Jahre vorher spielt. Aber bin ich mal gespannt, das alles zu erkunden. Am Anfang ist noch alles ein bisschen eingeschränkt, so von der Bewegungsfreiheit her, aber später kann man hier alles erkunden. Das ist auch ganz cool, dass man jetzt hier mit dem Touchpad die Karte bedienen kann und auch frei zoomen kann von dem PS4-Controller. Das gab es zum Beispiel in Ryuga Gotoku Ishin auch, was wir mal angezockt hatten. Das gab es aber nur in Japan, ja. Und somit ist Yakuza Zero wirklich das erste Yakuza PS4-Spiel im Westen, das es auf Englisch gibt. Am besten speichern wir direkt mal hin. Da gibt es immer noch die Phone Booths, das hat sich nicht geändert. Also an den Telefonzellen kann man speichern und kann auch Items nach Hause schicken oder auch wieder mitnehmen. Grafisch sieht das Spiel schon ganz cool aus. Auf jeden Fall eine Weiterentwicklung zu Yakuza 5. Und es heißt wohl Yakuza, wie sie auch den Cutscenes erzählt haben. Also versuche ich das in Zukunft zu sagen mal. Kommen Sie, bitte! Kommen Sie!
いいからさっさと出せ。誰か助けて。 Running shakedowns on our turf. Somebody needs to set them straight before they try anything really stupid. Das machen wir natürlich. Ein Großteil des Spiels sind natürlich nicht nur Cutscenes und rumlaufen, sondern auch ordentlich kloppen. Und das kommt jetzt wahrscheinlich. Yakuza じゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前ら、この町に来んのは初めてか。え？だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中なら、この辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！Und da geht's auch schon los. Street Hooligans. Wie in so einem Rollenspiel kann man nämlich die Freistadt erkunden, die Stadt frei erkunden und kann verschiedene Kämpfe eingehen. Hier gibt's auch mehrere Kombos. Das ist nur die Rush-Kombo, die einfachste. Auf der Quadratnummer. Das läuft alles schön flüssig mit 60 Frames pro Sekunde. Ganz nett. Ja, ich lese mir das jetzt alles nicht durch, weil ich kenn's ja nicht. Mit Kreis kann man irgendwie so grabben und in den Boden hauen. Oder es gibt auch so Heat-Moves. Man kann so oben diese orangene Leiste aufbauen. So Treffer. Und dann kann man Special-Moves durchführen. Okay, ich muss aber jetzt hier nicht voll machen. Okay, wir dürfen frei kämpfen. Ich kann auch kontern, wie man hier sieht. Einfach eine der Aktionsknöpfe drücken. Ah, hier muss ich sehen. Also nicht einfach nur Dreieck hämmern im richtigen Zeitpunkt wie in dem Batman-Kampfsystem, sondern ein bisschen natürlicher fühlt sich's vielleicht an. Gibt dann immer Erfahrungspunkte und Geld, wenn man Gegner besiegt. Und auf jeden Fall mehr vertonte Cutscenes als in den früheren Teilen. Nishiki. おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩っておとなしくヘルスにでも行けってろ。ガキじゃあるめえし。興味ね。相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ありがとうございました。は？いや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。Man hat es nicht leicht, wenn man in so einer Stadt wohnt. Hat man schnell mal was Falsches gesagt und direkt die Nase gebrochen. Das sieht jetzt wieder qualitativ ein bisschen schlechter aus, aber ist immer noch vertont. Und man muss nicht weiter drücken. あいにこ俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ、こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使え。
風間のおやっさんが無所から出てくるのは年が明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってるさ。へえ。なら、まずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな、極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ、肩気のくせしてアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。やつらにとっちゃ外見が全てだ。ち、分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。Ja, Pink Street sagt mir auch noch was. Cool, dann können wir uns mal ein bisschen frei bewegen. Oder R2 gedrückt halten und automatisch ihm hinterherlaufen. Das ist auch neu, das gab es bislang noch nicht. Zumindest die Kamera bewegen. Das ist ganz nett hier mit dem Unschärfe-Effekt. Fotomodus gibt es leider keinen, wie in allen modernen PS4-Spielen. Vielleicht bei Yakuza 6, ich weiß nicht. なんでも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使い方で売買になる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ貼らないとな。Ich weiß nicht, was dieses Symbol da auf der linken Seite bedeutet. Auch die Autos sehen ganz cool aus, zeitgemäß. そういうことさ。Die waren schon wesentlich kantiger in Yakuza 4 oder Yakuza 5. ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つか、そう思わねえとやってられねえだろう。Hier orientiert sich so ein bisschen an westlichen Spielen eher, finde ich. Dieses Rumlaufen und das automatische Konversation ablaufen hat sowas von GDL-Spielen zum Beispiel oder von Red Dead Redemption. 今日は俺のおごりだ。Und ganz am Anfang gab es hier diese Szene mit dem Loan Shark, mit dem Kredithai. Das waren ja so comicartige Sequenzen, die waren auch ganz cool. Das ist ganz neu in der Serie. War ein bisschen komisch, dass sich die Lippen nicht bewegt haben, aber von der Aufmachung her sah es ganz cool aus. Okay, das dauert jetzt mir zu lange, dann laufe ich mal durch. Okay, das machen wir. Schön, dass er darauf reagiert. Dann sind wir auch schon da in der Pink Street. Es wird wahrscheinlich wieder eine vorgerenderte Sequenz geben. Ne, nicht mal vertont. What, this is a fight? Looks like it. Bisschen müder Kampf. Come on, you're in the way. What's your problem, bro? You got a problem? We're in the middle of some important business. Hey, old man, quit talking to those them. We're not done here. Erp. Who's an old man, you snot-nosed little punk? Who's a snot? Whatever you said. Gah, oof. Oh, now you've done it. Yeah. Alter. Come on, Grandpa, take your best shot.
Jetzt vermöbeln wir sie einfach wahrscheinlich. Screw it, they're completely wasted, it's not worth the trouble, let's take a different road. No need, I've got a faster way to fix this. Oh? Yeah, I just need to sober them up a bit with my fists. Okay. Das ist nicht der Kazuma Kiyo, den man aus Yakuza 1 bis 5 kennt. What you're blabbing about, stay out of this. Yeah. But out, you butts. So intelligent. He's a drunk nerd. A drunk yards. Da wird das erklärt mit der Heat Gorge. Diese Anzeige da oben. Die ist jetzt aufgeladen für dieses Tutorial. Dann kann man hier so verschiedene Moves machen. Die sind kontextsensitiv. Wie zum Beispiel ordentlich. Sehr brutal. Blut wird auch nicht gespart. Aber wenn ich R1 gedrückt habe, kann ich hier so strafen und mit X dann so ausweichen. Okay, aber wir wollen sie ja nicht umbringen, wir wollen sie nur auspowern quasi. Auch wenn der andere nicht mehr aufsteht und jetzt einfach verschwunden ist. Wie man sieht, jetzt glühe ich auch nicht mehr so. Das bedeutet, diese Special-Leiste ist jetzt auch erstmal aufgebraucht. Ich muss den jetzt wieder schlagen, damit sich die aufpowert. Musik ist wieder sehr cool. Zumindest am Anfang, die wiederholt sich dann irgendwann mal ziemlich. Ja, irgendwie muss ich hier. Da hau ich ihn halt zu klump. Hätte ich auch gleich machen können eigentlich. Man hat bei der Heat-Leiste noch gesehen, dass sie sich bis zu dreimal aufleveln kann. Dann kann man verschiedene Stufen von Heat-Moves machen. Hat der Delicate Touch von Kazuma Kiyo. Shoko-chan, okay, das ist also ein weiblicher Name wohl. Jetzt habe ich sich wieder vertragen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Completion Points. Man kann zum Beispiel, normalerweise war es zumindest in den vorangegangenen Teilen so, in diese ganzen Bars gehen und Restaurants, und da sind echte Fotos von diesen Restaurants und teilweise sind, glaube ich, die Ketten auch lizenziert, und kann die dann abarbeiten und bekommt dann Erfahrungspunkte. Das ist aber jetzt nicht unbedingt was, was ich eigentlich mache in dem Spiel. Yes. Geile Stimme, ey. Na. Wenn wir das Gefühl, den werden wir noch häufiger über den Weg laufen. Hey. Yeah, seems like you are wrecked, pretty much. No. Ah,
okay, es gibt ja immer diese Lehrmeister, die einem dann neue Moves beibringen. Ich glaube, das ist so einer davon. Okay, das sind die Abilities. Das ist wohl ein neuer Skilltree, den gab es bislang noch nicht so. Man kann wirklich sehr viele Moves lernen, wie man hier sieht. Kicks und alles Mögliche. Aber ich glaube, wir haben eben noch gar keine Punkte, um die zu verteilen. Das macht auf jeden Fall immer Spaß, da diese neuen Fähigkeiten zu erlernen. Wobei ich das Spiel eigentlich größtenteils wegen der Story spiele. Aber das ist auch ganz cool. Und vor allem die Bossfights in Yakuza sind immer schon eine geile Sache. Oder in Yakuza. Was ist denn dieses Symbol da links? Das will mir irgendwie was sagen, dass ich noch was aufrufen kann. Wahrscheinlich der Pager. Okay, das war alles. In so einer ranzigen Nebenstraße sind diese ganzen Bars. Das sieht nicht so einladend aus. Aber das sieht geil aus.変のね、街だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか?最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。この看護所って街は。なんだ?不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか? 錦山くん。よ。なんだあいつら。よ。現役女子大生ホステスの窓花ちゃんとゆいちゃんだ。あ?ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの?今日 後で顔出すよ。本当に?なんだよ。俺の言うこと疑ってる?うん、信じたいけども。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった!信じてるよ。 女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女と繋がっとくことが大事なんだ。ん?いいか。 組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲む時いろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道いるならどんな手使っても持ち上がらなきゃ意味がねえ。違うか?なるほど。 そうかもしんねえな。さあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。 Schon cool, dass die Mimik so weit fortgeschritten ist in dem Spiel schon, dass selbst in den nicht vorgerenderten Cutscenes das besser aussieht als in vielen anderen Spielen. Oma. この店にはよく来んのか? ん? これで2度目だけど? 何でだ? ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。
店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど。お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。ふん。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺はおやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。ん？おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのことを風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった。今日はとことん付き合うぜ。Da vibriert schon der Controller vor Freude. Jetzt geht's los mit Karaoke. Das ist nämlich Yakuza einfach. Erst ein paar Trunkenbolde auf die Nase hauen. Dann irgendwie eine ganz tiefen psychologische Konversation über den verstorbenen Ziehvater führen. Und dann wird einfach Karaoke gesungen. Das ist Yakuza. Ob man es mag oder nicht. Ich mag es ja. Was ist denn geiler? Das klingt irgendwie ein bisschen einfacher, weil es langsamer klingt irgendwie. Bakamitai. Oh Gott, das ist super. Machen wir diesen grünen Vogel da einfach mit der CD auf dem blauen Hahn. I sing for you. War ja gar nicht so einfach. Wow. Da kann sich ja echt Guitar Hero und Amplitude können sich warm anziehen und Rock Band. Auch schön, dass der komplette Text des Liedes übersetzt wurde. Ist nicht selbstverständlich. Okay. Das war wohl nicht so gut.
Kobose, wie man da auch noch so eine Bewertung bekommt wie in SingStar. Nicht schlecht. Allgemein gibt es ja in Yakuza ziemlich viele Minigames. Bin ich mal gespannt in der Arcade, was es da so gibt. In vorangegangenen Teilen konnte man zum Beispiel Witcher Fighter komplett spielen.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ。そら、お前がハメ外そうとか言うから、仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割には、ノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろ?なあ。よせよ。そんなわけねえだろ。 それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。 Ja, dann geht's in den Ramen-Shop. Wie schon erwähnt, gibt's halt sehr viele Lokalitäten hier, die man frei besuchen kann. Ladezeiten sind auch immer kürzer in jedem Spiel. Sei noch dazu gesagt, dass dieses Spiel in Japan im März 2015 erschienen ist und auch für die PlayStation 3 damals noch. Bei uns erscheint das Spiel am 24. Januar 2017 für die PS4 exklusiv. Und zwar digital und auch im Laden könnt ihr das kaufen. In Nordamerika gibt es eine coole Pre-Order-Edition, die heißt Business Edition. Da kommen noch so Anstecknadeln und Steelbook und solche Sachen dazu. Gibt es leider hierzulande nicht. Und gibt es auch nur für Vorbesteller. Man kann sich das höchstens importieren über Amazon USA. Und in diesem Jahr wird es noch ein zweites Yakuza-Spiel geben, nämlich Yakuza Kiwami. Das ist ein Remake von dem ersten Yakuza-Spiel, das damals für die PlayStation 2 erschienen ist. Und im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres, gibt es dann wahrscheinlich im Januar 2018 Yakuza 6 für die PS4 auch auf Englisch. Also einiges, worauf wir uns freuen können. Schön, dass jetzt wieder diese Comic-Sequenzen kommen. Ja? Diesen leichten Animationen. なんだよ。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時頃、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件と見て付近を捜査中です。 ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい桐生、神室町で殺したと よくある話だろうが。いや、お前、昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって、は?俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前、マジか。いや、 死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなり歪な空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残るさら地に倒れていたとのことです。こいつ、やめてくれ。もう 俺が取り立てたやつだ。おい、お前本当に間違いねえのか。
か。何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。ああ、早速呼び出した。Oh je, hat der Kazuma Kiyo seinen ersten Mord begangen? Jimusho, ich denke, was steckt. Ja, Pari. Immer noch News noch in der Jobida Saritendena. Oh mein. Was ich gut drin hatte. Ja, oh mein, Momotiro, ja, Begedo. Kurte Kazuma und Yasan no Tachibamo, ja, Oknaru. Nani? Kono Fushimatsu ni tsuke komare chimau ってことだ。どういう意味だ。お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。道島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前おやさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、3人の若頭補佐の1人クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。わかった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまん。Also unser Ziehvater Kazama-san ist wohl doch noch nicht verstorben, habe ich vorhin ein bisschen falsch mitbekommen. Aber wir müssen ihn jetzt mal schützen gegen die Angriffe. Gegen unseren Dojima-Clan. Tojo-Clan heißt er ja nicht. Tojo-Clan ist dann in den späteren Teilen. Hier gehören wir noch zur Dojima-Family. Auch ganz cool, dass sie hier noch mit Pager unterwegs sind und es keine Handys gibt. Ist alles sehr zeitgemäß aufgemacht. Endlich machen die Telefonzellen auch mal Sinn in dem Spiel. そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい、クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。Aber es ist schon sehr wenig Gameplay bislang noch. Ich hoffe, das ändert sich mal. Well, I guess I better take a taxi to the Dojima Family Headquarters. Hier ist auch noch alles abgeblockt, wie man sieht auf der Minimap. Ich kann jetzt hier nicht durchlaufen. No time for detours, I need to take a cab to Dojima HQ ASAP. Oh, okay, da müssen wir wieder eingreifen. Aber ich hätte auch vorbeilaufen können. Ich habe mich dazu entschieden, mit X zu looken. Intervene, walk away. Doch, machen wir. So viel Zeit muss sein. Ordentlich ein paar Streetpunks auf die Nase hauen. Und was auch cool ist, man kann die Umgebung mit einbeziehen. Das habe ich noch gar nicht so gezeigt. Hier, man kann zum Beispiel Fahrräder nehmen und dann mal ordentlich zuhauen. Und normalerweise, wenn ich das gedrückt habe, kann ich einen Charge Attack machen, genau, das geht auch alles noch.
Und kann jetzt auch eine Heat-Attacke damit machen. Boah. Gar nicht überzogen. Normalerweise springt er jetzt noch drauf, glaube ich. Ja, genau. Als Serienfan kennt man halt schon viele Moves, aber sie sind dann doch wieder ein bisschen anders animiert als sonst. Hoffentlich gibt es auch ein paar neue coole Moves. Ein Ruby Plate. Ein weiteres Spielelement, man kann nämlich auch eigene Waffen craften. Meist Nahkampfwaffen. Ein Sprint-Button gibt es nicht, aber er läuft deutlich schneller als in den vorangegangenen Teilen. Da wieder die Straße hier, die man nicht überqueren kann. Und so viele Fahrräder in dem Spiel. Das ist wohl das einzige Spiel, wo ich mir denke, geil, da habe ich eine große Auswahl zum Hauen. Denkt man sonst vielleicht nicht, wenn man an Fahrrädern vorbeiläuft. Okay, da ist es jetzt. Und es ist unglaublich teuer, immer dieses Taxi hier zu benutzen in dem Spiel. Was wieder für den Realismus ein bisschen spricht, vielleicht. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie viel 470 Yen in Euro sind.待たせてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。ああ、キリ。申し訳ありません。クゼの兄貴。こんな昼間から、当時は組の幹部が眼首揃えたお前を呼び出した理由。わかるよな。 カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。これはゴルフどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。 あの社長に頼まれて仇ぶっ殺しの運命だろ。もっとも、あいつは自分のせいじゃねえって、早速逃げ打ってやがったがな。たかが30万程度の小銭の取り立てで、本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ふん、陳キャな金貸しとはいえ、同情するぜ。まあ、そんなことはどうでもいい。理由がどうあれ、 仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ。仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯一味1年食えば事は収まる。俺に捕まれた。なあ、殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、 それより問題は、あの場所からどう人目をそらすかだが、
そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えた。なんであの場所を選んだ。カジラの指示じゃねえのか。え、それにチャカはどこで手に入れた。それもカジラから渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒揚げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああキリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよクゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称殻の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の三人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一坪を手に入れろとな。殻の一坪。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ
地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ。それが、おやすさんとどんな関係か。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつには、とっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう。不在の風間の頭の後、堂島組、次期若頭のポストだ。つまりあの土地は、俺ら頭補佐にとって、ただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり、風間の頭と繋がってるお前が、俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ、何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ、頭は務まんねえだろ。おまけにだ。ガキの頃から育ててきた可愛い子分が、理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃ、きっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も、殺しはやっていません。そういうことはサツに言え。つっても、ヤクザの言い分聞くほど、連中も暇じゃねえだろうな。サツには今日中に実施しろよ。それと、円弧詰めとけや。お前も極道なら、組長に挨拶しとかねえと、筋が通らねえぞ。Ja, es ist ganz schön heavy. Jetzt müssen wir uns echt dafür rechtfertigen, dass jemand anders den Typen, den wir verprügelt haben, aber nur Krankenhausreise, noch umgebracht hatte mit einer Pistole. Und ist der kleine Finger weg? Ich sehe es zumindest nicht. It looks like that loan shark set me up. Allerdings. Vielleicht besuchen wir den jetzt einfach mal. Fände ich zum Beispiel ganz gut. Der sah schon so sleazy aus. I don't know what his game is, but he and I are going to have a talk. Oh, der wieder. Moment, ist das hier nicht der Inspektor Gadget? Ne, ich weiß nicht, wie er heißt. Inspektor KG heißt er, glaube ich, oder Detective KG. Den gibt's bestimmt hier auch wieder. Spielt auch eine große Rolle in der Serie. Aber das ist er nicht. Das ist der Trunkenbold von letztem Mal. Sollen wir herkommen, diese Bruno? Mit der Short Fuse. Yes.
Er ist vollkommen übergeschnappt, der Typ. Jetzt will er echt, dass das Bruno quasi alle vermöbelt und dann bekommen sie ihre 2 Millionen. Kleines Workout natürlich. Okay, da gucken wir zu, oder was? Würde eh kurz sein. Oh, what the fuck? Da hab ich die Moves drauf. Oh, nice. Oh, jetzt hat er uns einen neuen Move beigebracht. Nice. Ein Uppercut. Boah, das ist aber eine lange Kombo. In bisherigen Teilen war es immer so, dass man so Revelations finden konnte, die in der Stadt verteilt waren. Das sind so frei verteilte Ereignisse und wenn man die dann beobachtet und den Verlauf der Geschichte dieser Ereignisse richtig voraussagt und dann die richtigen Quicktime-Events drückt, zur richtigen Zeit die Knöpfe drückt, dann kann man neue Moves erlernen. Hier ist es wohl ein bisschen anders, wie es aussieht. Ich fand das eigentlich immer ein ganz lustiges Spiel, damit, weil die komplett abgedreht waren, diese Revelations immer. So, dann, ne? Zum Beispiel, dass eine Ninja-Lady mit Kochtöpfen auf ihren Ehemann, der sie betrügt, losgegangen ist. Und dann hat man ihn aber irgendwie retten müssen. Okay, aber jetzt gibt's einfach nur aufs Maul. Dann komm mal her, Bruno. Bruno Mask, wenn wir wohl gerade noch... es gibt verschiedene Styles. Da ändert sich auch die Musik. Rush-Style ist das hier. Das war ja auch ein Element von Ryuga Gotoku Ishin, einem Ableger der Yakuza-Serie, das im feudalen Japan gespielt hat. Da konnte man auch zwischen verschiedenen Kampfstilen wählen. Man konnte zum Beispiel entweder nur mit dem Schwert oder mit dem Katana oder mit den Fäusten schlagen. Und hier gibt es wohl das Gleiche. Oder auch zum Beispiel mit Waffen, also mit Schusswaffen. Oh, man kann hier so Quicksteps ganz schnell machen, wenn man den Rush-Stil hat. Oh, ich hab's gelesen. Das ist echt cool. Da hört sich die Kampfgeschwindigkeit ordentlich. Ob man diesen Stil auch ewig lang beibehalten kann. Auf jeden Fall auch das Heatmeter ist jetzt rosa gefärbt. Ich kann aber nichts aufnehmen. Ich kann nur schlagen mit Kreis, ich kann aber nichts aufnehmen. Oh, Keep Move. Das habe ich verpasst leider. Die Schlaggeräusche auch richtig schön saftig. Richtig schön. Das ist ganz gut, dass die Jungs von Tokyo Credits sind, genau wie dieser Lone Shark von vorhin. Wenn die uns mal ordentlich rächen wollen. Aha, im Tawai Boulevard East. Was haben sie hier?
haben sie endlich eins abbekommen und dürfen auch noch zahlen dafür. Nicht schlecht. Hat gut geklappt. Bakus heißt er also. Ach, es ist schon ein bisschen ermüdend, hier so viel zu lesen. Muss schon zugeben, ist schon sehr viel Exposition in dem Spiel am Anfang. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Die erste Stunde ist jetzt auch schon rum. Einfach rekrutieren von so einem ausländischen Homeless Guy, der ordentlich einen Bäcker im Kopf hat. Das Spotlight, ja, genau da gehört Kiel rein. Unser neuer Trainer, das wird klappen. Sehr chillige Mucke auch im Hintergrund. Aber ganz anders als die Mucke aus den letzten Teilen. So. Ist ja meistens eher so alles sehr harte Gitarrenriffs. Sehr viel Schlagzeug. Am Ende bildet sich Kazuma Kiyo, glaube ich, den Typen nur ein. Scheint irgendwie so ein bisschen unwirklich zu sein. So, Tahai Boulevard East ist unser nächstes Ziel. Das werden wir aber dann erst beim nächsten Mal sehen in Yakuza Zero. Das war der erste Teil, den wir mal aufgenommen haben hier. Ich hoffe, dass ich ihn auch uploaden konnte auf YouTube oder auf Twitch. Mal sehen. Und dann danke ich euch fürs Zugucken und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier an dieser Stelle. Schnappen wir uns den Lone Shark in Tahai Boulevard East und schauen, ob wir vielleicht sogar dann zum Anführer der Dojo-Familie aufsteigen werden. In Yakuza Zero. Bis dahin. Danke fürs Zugucken.